der Flughafen. Die werden sie nicht mehr aufhalten können. Den Flughafen werden sie nicht mehr aufhalten können. Da haben sie einen Sarg eingeräumt, einen Sarg, aber am Hai. Der Landstrich, in dem wir leben, unser Erdinger Moos, war noch vor etwas mehr als 100 Jahren eine dünn besiedelte, für den Menschen kaum nutzbare Moorlandschaft. Drei Generationen von hart arbeitenden Bauern machten es zu dem, was es heute für uns darstellt. Einem Gebiet mit so fruchtbarem Boden, dass es sogar für den Anbau empfindlicher Pflanzen geeignet war. Seitdem gilt es als eines der wenigen Gebiete, in denen Gewürz- und Heilpflanzen, ja sogar Tee angebaut werden. 12 Jahre sind jetzt vergangen, seit die Kabinettsentscheidung fiel, den neuen Münchner Großflughafen in das Erdinger Moos zu bauen. Die Bauern weigerten sich, ihr Land aufzugeben und kämpften geschlossen um die Erhaltung ihrer Heimat. Sie widerstanden allen Angeboten, bis die Drohung mit der Enteignung ihres Bodens ihre Wirkung zeigte. Sie verkauften. Die großen Summen, die die andere Seite zu zahlen bereit war, ließen etwas von der Entschlossenheit ahnen, diesen Flughafen unter allen Umständen zu bauen. Schöne Landwirtschaft. Ganz sehr nicht. Wenn man so alt ist, muss man noch weg. Und ist man so alt, dann muss man da noch weg. Die sind schon alle weg. Alle. 48 Häuser sind schon abgebrochen und die Leute sind alle weg. Ich glaube, 5, 6 Jahre schon weg. Sind schon weg. Gleich anfangs, gell? Sind schon weg. Glaubst du, dass die anfangen zum Bauen? Nein. Wir glauben es nicht, bis der Start. Da war es nicht anfangen, glauben wir es noch nicht. Haben Sie schon lange mitgekriegt, gell? Ja. Ja. Wir haben schon gekämpft, was habe ich schon alles gemacht da? So, was? Und Plakate austragen, in München waren wir und überall. Der Bürgermeister Seewald hat einmal gesagt, wenn er mich und den Batzel nicht hätte, ja, also, allein konnte er das gar nicht machen. So, manche haben das Plakat genommen und dann hat es wieder weggeworfen und dann hat er gesagt, sind Kommunisten schon da und dann hat er durchgedrückt und so. Ja, kann man nicht ändern. Das muss man sich fallen lassen, aber das ist nichts. Dann kennen Sie die Geschichten von früher schon. Ja, ja. Gleich von neuem anfangen. Ja, gleich von neuem anfangen. Die Protestzüge. Ja, ja. Ja, waren wir überall dabei? Wir waren überall.
Wir mussten uns lange damit auseinandersetzen, um das ganze Ausmaß dieses bedrohlichen Projektes überschauen zu können. Allein das Ausmaß des Flughafens, das mit 23 Quadratkilometer ein Mehrfaches des Frankfurter Flughafens betragen soll, verdeutlicht die Gigantomanie dieser Planung. Der Flughafen liegt ja bekanntlich östlich der Isaraue. Die Isaraue, hier dargestellt, ist ein stark von hoher Vegetation gekennzeichnetes Band in einer relativ freien Kulturlandschaft rechts und links. Westlich sind die Schotterterrassen der Pullingstufe angesiedelt. Hier sind nochmal Sedimentböden in dem Bereich. Dann beginnt das eigentliche ehemalige Moorlandschaft, die heute fast voll kultiviert ist. Hier im Erdinger Moos ist eines der wertvollsten Güter unter der Erde verborgen, nämlich das größte Grundwasseraufkommen Bayerns, das hier angegriffen, angeschnitten und zum Teil doch zerstört wird, unbrauchbar gemacht wird für die Nutzung, die doch einmal sehr notwendig sein wird. Dann wird gnadenlos die ökologischen Werte zerstört. Man greift in die Vogelwelt ein. Wir haben das größte Vogelparadies bei den Speicherseen. Und im Planfeststellungsverfahren kann man nachlesen, dass dies ganz gezielt vernichtet werden muss, damit sie die Düsentriebwerke nicht gefährden. Also man treibt einen Raubbau mit der Natur, der so unverantwortlich ist, dass man das eigentlich noch nicht einmal in Worte fassen kann. Zu Hause, da gehe ich nicht weg, und wenn ich der Letzte bin. Der Letzte, wenn ich bin, da gehe ich auch nicht weg. Meine Frau und meine Kinder genauso, und dann gehen wir nicht weg, und wenn alles stirbt. Und da will man ein Kind in der Schwierze. Aber für das lebt man ja. Ich habe keinen Sonntag, ich habe gar nichts, aber jeder Tag ist lang, ist auch schön. Hoffentlich ist das der Länge, desto schöner. Das ist das Wichtige. Die anderen Tippe, die kennen das nicht. Die machen, was sie machen, die machen unser Grundmaß bloß kaputt. Die Flur auf dem Riem, Erding, und der Fürstenfeldbruck, und der Mannchen, ganz egal, jeder Flughafen, 2.000, 4.000, 5.000 Schafe drin kann. Und seit 5 Jahren, 10 Jahre, kann man sagen, kein Schaf mehr. Aber da heißt, das Schaf ist ein Insektending. Und die Fliegen kommen, dann kommen die Stare. Und die Stare nehmen dann die Fliegen dann her, und dann stößt der scheiß Flieger runter. Das ist aber gar nicht wahr. Aber das ist ganz egal, wenn der Feist des Jahres ist, dann kommen einfach die Fliegen. Und der Star und der Vogel, der ist einfach da. Ob da ein Schaf läuft oder keins, das ist ganz egal. Pritzler! Jesus! Das geht nicht so weiter. Wenn man eine Existenz aufgebaut hat, sollte man auch leben können. Nicht nur von einem Flughafen, also einem Flieger bloß drin sind. Die Existenz ist die Erde, die Mutter Erde ist das Beste, was es gibt. Ein Monsterflughafen im Erdinger Moos wäre nicht die erste Fehlplanung eines Flughafens in der Bundesrepublik. Der 1970 fertiggestellte Flughafen Köln-Bonn
wurde für 30 Millionen Fluggäste pro Jahr konzipiert. 1979 waren es jedoch lediglich 2,3 Millionen Passagiere, die dort abgefertigt wurden. Ich glaube, dass die gesamte Luftfahrt nach wie vor Zuwachsraten haben wird. Im Charterverkehr werden die Zuwachsraten geringer werden. Dort ist eine gewisse Fülle des Marktes gegeben. Der Linienverkehr, und da sind wir uns mit allen Luftfahrtgesellschaften einig, wird nach wie vor steigen. Wie sieht es beim Frachtverkehr aus? Der Frachtverkehr wird auch laufend zunehmen. Das hängt mit der Notwendigkeit unserer Industrie zusammen zu exportieren. Das sind sehr wertvolle Güter, die schnell transportiert werden müssen. Wenn Sie die süddeutsche, die bayerische Industrie im Auge haben, dann ist es ja offenkundig, dass sie sehr exportorientiert ist. Und in Exportorientiertheit bedarf es der Impulse auch eines neuen Flughafens, der den ganzen modernen Anforderungen gewachsen ist. Es ist in der Bundesrepublik das Prinzip, dass sich die Luftfahrt, der ganze Luftverkehr, selbst trägt. Dass er nicht Zuschuss notwendig wird. Keine Subventionen, keine Steuermäßigung. An dem Grundsatz halten wir fest. Natürlich wird es beim neuen Flughafen, Sie das Beispiel Frankfurt, in den ersten Jahren gewisse, wie wir das nennen, Anfangsverluste geben. Das sind aber Bilanzverluste, also Vermögensverluste. Aber zu keinem Zeitpunkt werden wir laufende Zuschüsse bedürfen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Man muss also ganz klar unterscheiden, keine laufenden Zuschüsse. Wir nehmen so viel ein, dass wir unsere Zahlungen leisten können. Nur durch die Abschreibungsmodalitäten werden in den ersten 7, 8 Jahren Bilanzverluste eintreten. Nach 7, 8 Jahren aber wird das auch behoben sein und dann werden wir wieder voll in den schwarzen Zahlen sein. Da muss man dazu sagen, dass die Luftfahrt keine Mineralölsteuer zu zahlen hat, dass die Luftfahrt außerdem auch keine Umsatzsteuer zu zahlen hat und der Treibstoff auch mit keinem Einfuhrzoll belegt wird, dass also für die Luftfahrt heute noch der Treibstoff mit ungefähr 48 bis 50 Pfennig gehandelt wird. Das ist ein hochwertiger Supertreibstoff, während umgekehrt der Pkw-Fahrer mindestens 1,20 Mark heutzutage dafür zu zahlen hat. Die Lufthansa selbst hat in diesem Zusammenhang schon einmal zugegeben, dass sie ihre Tarife im innerdeutschen Verkehr um mindestens 35% erhöhen müsste, wenn das Flugbenzin besteuert werden würde, oder aber sie müsste heute den innerdeutschen Verkehr einstellen. Wir haben hier auf dem Flughafen 5.000 Arbeitsplätze. Wir werden dort bei München 2 8.000 Arbeitsplätze haben. Und das sind absolut sichere Arbeitsplätze. Also hier alles, was am Flughafen eine Arbeitsstelle hat, das ist praktisch eine Lebensversicherung vom Arbeitsplatz her. Im Planfeststellungsbeschluss wird betont, dass damit öffentliche Daseinsvorsorge betrieben wird. Was verstehen Sie unter dem Begriff? Ja, öffentliche Daseinsvorsorge ist alles, was von der großen Linie her, also von der öffentlichen Hand, vorgehalten werden muss für die Bevölkerung, damit sie eben den modernen Lebensstandard hat. Und so meint der Planfeststellungsbeschluss, dass auch ein funktionierender Flughafen für die gesamte Bevölkerung ein Teil der Daseinsvorsorge in einem modernen mitteleuropäischen Staat darstellt. Dieser Flughafen bringt der Bevölkerung überhaupt nichts, sondern ist ein reines Prestigeobjekt. Es profitieren eigentlich nur eine kleine Gruppe davon, wie Geschäftsleute, Regierungsbeamte und vor allen Dingen die Industrie. Es ist vielleicht ganz interessant zu hören, wie sich die Flughafen München GmbH selbst zusammensetzt, nämlich aus 3 Anteilseignern. Das ist der Bund, der Freistaat Bayern und die Stadt München. Deutlich macht es, dass zum Beispiel in den Genehmigungsbehörden die gleichen Leute sitzen wie im Aufsichtsrat. So ist zum Beispiel Wirtschaftsminister Jaumann Aufsichtsrat, Vorsitzender der Flughafen München GmbH, die Minister Streibel, Oberbürgermeister Kiesel aus München sitzen ebenfalls im Aufsichtsrat. Diese
Diese Personengruppe entscheidet also selbst darüber, ob sie das Projekt genehmigt oder nicht. Wir fragen uns deshalb, ob diese Leute in solchen Positionen wirklich objektiv entscheiden können. Von demokratischer Kontrolle kann hier wirklich keine Rede mehr sein. Im Verlauf unseres jahrelangen Abwehrkampfes haben wir viele Prozesse angestrengt, wurden aber immer mit dem Hinweis abgewiesen, dass vor Abschluss des Planfeststellungsverfahrens keine Entscheidung fallen kann. Wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen von einem Freund, dessen Hilfe wir so dringend bedürften und auf den wir so lange gewartet und gebaut hatten, der Rechtsstaat. Mit diesem Sarg, zu dem wir die Verfassung des Freistaates Bayern und das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland hinzulegen, nehmen wir symbolischen Abschied von ihm. Angefangen beim Verfahren über die Standortentscheidung im Edinger Moos, die Form der Anhörungsverfahren und die Hintergründe des Zustandekommens des Planfeststellungsbeschlusses der Regierung von Oberbayern, über die Art und Weise, wie der bayerische Innenminister und seine Polizei mit Bürgern im Edinger Moos umgeht. Wir haben uns vertrösten lassen und haben gewartet bis nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens und dann 5.724 Klagen eingebracht, die dann vom Gericht auf 40 Musterkläger zusammengestrichen wurden. So werden im größten Verwaltungsgerichtsprozess in der Geschichte der Bundesrepublik nur weniger als 1% der Kläger gehört werden. Ich habe mich, nachdem das Verwaltungsgericht München meinen Bedenken gegen die Auswahl sogenannter Musterkläger nicht stattgab, an das Bundesverfassungsgericht gewandt, in der Hoffnung, dass das höchste deutsche Gericht zu diesem grundsätzlichen Problem aller Massenverfahren Stellung nimmt und eine Lösung bietet, die bisher niemand gefunden hat. Unterliegende Musterkläger im Verfahren, das jetzt in den Monaten Mai, Juni und Juli verhandelt wird, dann wird mit dem Bau des Flughafens begonnen. Und dann können die zurückgestellten Kläger eines Tages ihre Rechtsfehlerrügen vortragen und finden eben vollendete Tatsachen vor. Vielleicht ist der Flughafen sogar schon fertig. Die Gegner des in Erding geplanten Großflughafens haben vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Niederlage erlitten. Wie das Gericht mitteilte, wurden insgesamt 153 Verfassungsbeschwerden gegen das Vorgehen des Verwaltungsgerichts München im Zusammenhang mit Klagen gegen den Flughafen bereits vom Vorprüfungsausschuss des Bundesverfassungsgerichts abgewiesen. Gleichzeitig legte das Bundesverfassungsgericht den Antragstellern eine Gebühr von jeweils 100 Mark auf, weil ihre Beschwerden offensichtlich der Verzögerung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens dienen sollten. Wir haben leider auf unser Anliegen keine Antwort in der Sache selbst bekommen. Ich bin aber sicher, dass viele Bürger in unserem Lande diese Entscheidung, die ja in der ganzen deutschen Presse wiedergegeben wurde,
als Abschreckung empfinden werden. So war es wohl auch gedacht von Seiten des Bundesverfassungsgerichts. Sie wissen vielleicht, dass das Gericht unstreitig unter einer enormen Überlastung leidet und dass deshalb der Versuch unternommen wird, die Flut von Verfassungsbeschwerden etwas abzublocken. Ich habe dafür durchaus Verständnis, aber ich habe kein Verständnis mehr, wenn dies in derart grundsätzlichen Dingen geschieht. Im Übrigen muss man wissen, dass ohnehin bereits jetzt 97% aller beim Bundesverfassungsgericht eingehenden Beschwerden nicht an den eigentlich zuständigen Senat kommen, sondern von den Vorprüfungsausschüssen erledigt und nicht angenommen werden. Der eine oder andere wird es sich in Zukunft natürlich überlegen, wenn er damit rechnen muss, dass er mit Missbrauchsgebühren bedacht wird. Bisher, wie gesagt, ist dies nur in Ausnahmefällen geschehen, wenn Querulanten das Gericht belästigten. Herr Reichert, was passiert, wenn das Gericht jetzt gegen den Bau des Großflughafens entscheidet? Ja, was passiert, wenn das Gericht für den Flughafen entscheidet? Dann werden unsere Prozessgegner in die nächste Instanz gehen. Mhm. Sollte das Gericht, was wir für unwahrscheinlich halten, sich gegen den Flughafen entscheiden, ich halte das also für eine reine hypothetische Frage, dann werden wir in die nächste Instanz gehen. Wir wollen nämlich sämtliche Gemeinden anfahren und dort an sich die gegnerischen Anwesen in Augenschein nehmen in der jeweiligen Gemeinde und aufnehmen, in welcher Situation sich das jeweilige Anwesen befindet. Die Route war gedacht von hier aus Hallberg-Moos. Anfang Mai 1980 ist dann das Gericht unter Führung seines Vorsitzenden mit Anwälten, Gutachtern, Vertretern des Staates Bayern und der Flughafengesellschaft zu uns ins Moos gekommen. Ihre offizielle Aufgabe war es, sich an Ort und Stelle ein umfassendes Bild von der Betroffenheit der Bevölkerung zu machen. Aber auch hier wurden unsere Hoffnungen auf die Rechtsstaatlichkeit enttäuscht. Es ist vielleicht sinnvoll, dass wir vielleicht diese große Fahrt zuerst machen und dann am Ende, wenn wir Zeit haben, uns das Gelände, wir werden ja heute schönes Wetter haben, genau ansehen. Wie lange würden Sie das veranschlagen, die Dauer? Also ich habe nämlich der Rundfahrt. Bis 17 Uhr etwa sind die. Ich dachte, vor Mittagessen würden wir die Rundfahrt schon abschließen können, oder? Hoffentlich. Glauben Sie nicht? Wollen Sie den Weg immer halten? Gemeinde? Ja, ja. Mit dem Kratzer haben sie gar nicht gesprochen, oder? Nee. Ja, die haben sind ja gar nicht ausgestiegen, oder? Vor allem die haben sie gestern gesagt, die Flughafengegner können heute ihre Argumente vorbringen. Wo haben wir die Argumente? Nur gesagt im Radio. Das ist genauso eine Lüge wie alles, was sie bisher gemacht haben. Geradezu empört. Die Straße wird belogen und wird hintergangen. Und dann bringen sie irgend so eine Kleinigkeit. Und die Leute meinen dann, da war ja eh nichts los, da hat sich eh niemand drum gekümmert. Mensch hat sich gerührt. Niemand. Was ist denn da überhaupt nein. Die rühren sich ja gar nicht. Das ist ein Durchfahren. Das ist doch nur ein Durchfahren. Die haben doch überhaupt keine Möglichkeit, dass sie das überhaupt erfassen können. Wie kommt es nachher mit dem Flughafen? Wie sind die Leute alle betroffen?
Das können Sie doch nicht vom Omnibus aus feststellen. Da ist doch ein Dach drüber. Das ist das alte Problem. Das habe ich ja also auch bei Gericht vorgetragen. Das ist ja schon genauso wie in der Diktatur. Dass durch die Auswahl der Musterkläger nur ein Teil der Betroffenheiten in diesem Prozess abgedeckt ist. Ja, eben. Es ist schade um die Zeit und das Geld, was das hier angeht. Wir haben also den Eindruck, dass das Gericht gar nicht mehr neutral und unparteiisch ist. Das gibt es ja gar nicht. Derjenige, der Bürger, der wo weniger konfrontiert damit, der kommt vielleicht an den Rechtsstand glauben. Mhm. Aber wenn man mal mit Dingen konfrontiert, wie zum Beispiel mit Großflughafen oder Kernkraftwerken, die lernen den Staat näher kennen. Aber nachdem das, wie gesagt, das ein Problem Flughafen auf uns zugekommen ist, dann ist das Recht immer mit Füßen getreten worden. Hier sieht man den Blütenstaub für die Bienen. Die Bienen, die dürfen wir unterschätzen. Ne? Dabei sind die mit, sie tragen da mit bei, dass wir Obst, Gemüse haben. Diese Leute, die haben an und für sich wenig Verständnis für die Natur. Was nützt denn das, wenn für einen einzelnen Bürger vielleicht da drüben ein Flughafen steht, der wohl nicht sich rentiert? Ein Teil, die hat sich halt mit der ganzen Problematik überhaupt nicht befasst. Mhm. Und ich glaube aber dann, wenn der Flughafen Wirklichkeit ist und dann vielleicht zu spät ist, dann kann man aber nicht mehr helfen. Mhm. Die werden es schon kapieren. Ja, ja. Und die anderen sagen sich halt, ja, mei, da kannst du halt nichts machen gegen den Staat. Mhm. Und das haben nur das Gefühl vom Dritten Reich, ja, also was die Obrigkeit sagt, das muss gemacht werden. Und vor allen Dingen haben wir das festgestellt bei der älteren Generation. Die ältere Generation ist mehr höriger gegen die Jugend, ist mehr aufgeschlossen. Und wenn man so schaut in der Bürgerinitiative, das sind überwiegend junge Leute. Ja, leider mache ich natürlich schon. Ich kann sie nicht beantworten gegenüber meiner Familie bzw. meinem Sohn. Nicht, dass du eines Tages fährst, da sage ich mir, Vater, hast du gar nichts dagegen unternommen. Weil man kann nicht einfach so brutal Umwelt kaputt machen und dann sagen, gut, okay, also was die Generation nach mir macht, das sollen sie selber lösen. Ich kann sagen, für mich ist erst der Kampf verloren, bin einmal da drüben die Flieger geflogen. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte zu Beginn vor allem den Herrn Landrat begrüßen, der sich dankenswerterweise heute bei uns eingefunden hat. Die Freisinger Bürgerinitiative hat heute Herrn Landrat Schüttenlohr eingeladen, um mit ihm über den Stand des Flughafenproblems zu diskutieren. Wenn man die Karte, wo ich hier gemacht habe, anschaut, ist bedauerlicherweise die FSF, die Gemeindeverbindungsstraße Atterhing, FSF 9, die Gemeindeverbindungsstraße Hallberg-Moos, Schweig, zum Teil fertig. Also wir sind nicht gehört worden und unsere Gemeinden, unsere Volksvertreter haben bereits zu diesen Straßenbaumaßnahmen zugestimmt. Die ursprüngliche FSF 11 alt war eine sehr kurze Strecke, die von ungefähr einen Kilometer nördlich von Hallberg-Moos durch Hallberg-Moos durchging auf die Kreisstraße FS 12 bei Goldachen. Wer die Verhältnisse kennt, und das darf ich ja bei Ihnen allen unterstellen, weiß, dass diese Straße von ihrer ganzen Art her auf dem Damm und vom Ausbau her äußerst ungünstig. Und noch vor der Entscheidung des Verwaltungsgerichtsprozesses wurde versucht, hinter unserem Rücken vollendete Tatsachen zu schaffen. So wurde die Ortschaft Farnsheim bis auf drei Häuser vollständig abgerissen, Bäume gefällt, Entwässerungsschächte angelegt und mit dem Bau mehrerer Flughafenstraßen begonnen. Um herauszufinden, wer für die Genehmigung dieser Baumaßnahmen verantwortlich war, baten wir unseren Landrat um Aufklärung. Der Landkreis musste sich mit den vorgesetzten Dienststellen, also Regierung von Oberbayern, Oberste Baubehörde im Innenministerium und so weiter, ins Benehmen setzen. Und da ist uns eindeutig erklärt worden, wir dürfen diese Kreisstraße FS 11 alt nicht ausbauen, weil es sich um eine Vergeudung von Steuermitteln
handeln würde und weil wir dafür auch keinen Zuschuss bekommen, nachdem diese Straße im Bereich des geplanten Großflughafens liegt. Es ist uns also nur die Alternative gestellt worden, entweder auf den Ausbau so lange zu verzichten, bis endgültig die Entscheidung gefallen ist, ob nun der Flughafen gebaut wird oder nicht gebaut wird, oder die Straße anderweitig zu verlegen. Ich würde jetzt folgende Frage, und das ist bereits angedeutet worden. Es sind drei Parallelstraßen, die unterste Straße, die in der Nähe von Breising ist, dann die jetzt gestoppt worden ist, und dann die eine, wo ja die Gemeinde Hallberg-Moos ihr ureigenstes Interesse gehabt hat, eine Verbindungsstraße zwischen Hallberg-Moos und Oberding zu erstellen. Ja. Und dann kommt eben diese sogenannte Flughafenbegrenzungsstraße. Und wie wir das bemerkt haben, dass wir sagen zum Beispiel, ich bin mit dem Rad täglich da durchfahren, denke mir, was brauche ich jetzt da für Straße? Zuerst, ich habe da immer meinen Rundkurs gemacht, denke mir, jetzt musst du doch einmal hergehen und musst dann mal den Bürgermeister fragen, was das überhaupt für eine Straße ist. Da sagt er zu mir, wo ist da eine Straße, wo wird da eine Straße gebaut? Da hat man auch nicht gewusst, dass da eine Straße gebaut wird. Na, da haben wir gedacht, das gibt es ja gar nicht. Und dann sind wir erst hier geworden, ich habe ja da, das stand ja von uns, ich habe mir gedacht, das gibt es ja gar nicht, haben wir mit ein paar zusammengesessen und gesagt, ja, gehen wir doch jetzt einmal nach, wer überhaupt da die Genehmigung gegeben hat. Ja? Und siehe da, der Gemeinderat Hallberg-Moos wäscht seine Hände in Unschuld, sagt, wir sind es nicht gewesen, das muss das Landrat Freising gewesen sein. Wenn Sie, Herr Landrat, das gegen den Flughafen sind, wieso erklären Sie dann in Hallberg-Moos nicht, dass die Straße unnötig ist und bewilligen den helfen denen noch, dass Gelder dafür bewilligt werden? Sagen Sie doch, das ist unnötig. Ist doch eine Straße vorhanden. Wieso werden dann da Gelder bewilligt für eine unnötige Straße? Sie sind gegen den Flughafen und bewilligen aber Gelder für eine Straße, die nur deswegen gebaut werden muss. Das ist doch absurd. So, wenn es so wäre, wie Sie sagen, wäre es absurd. Aber zunächst einmal, der Landkreis und der Landrat, die haben überhaupt keine Gelder bewilligt, keinen Pfennig. Wir sind überhaupt in dem Verfahren nicht einmal eingeschaltet. Es läuft weder bei uns, noch läuft es über uns. Diese Mittel aufbringen ist eine, soweit es gemeindliche Mittel sind, eine reine Maßnahme der jeweils beteiligten Gemeinden. Und soweit es den Vertrag angeht, sind es nicht Gelder des Landkreises, sondern ging nur darum. Landrat, entschuldigen Sie, ich habe auch Zitate von Herrn Landratsamt, von Herrn Poldner vorgelesen. Ja, sicher. Ja, was hat der Herr Poldner unterschrieben? Das Schreiben, das da an uns gerichtet wurde, dass die Gemeinde, dass der Kreis zugestimmt hat. Herr Poldner unterschrieben. Ja, geben Sie mal schnell das Schreiben. Das Schreiben, Herr Wittow, der Landkreis hat seinerzeit bei dem Bau der Greifstraße FS11, die wir, habe ich schon gesagt, nicht auf der alten Trasse durchführen durften, festgestellt, dass die neue Trasse erstens wesentlich länger ist und zweitens der Unterbau der Bahnhof, also die Kosten wesentlich höher sind. Und daraufhin hat sich die Flughafen München Gesellschaft bereit erklärt, die Mehrkosten zu bezahlen. Das ist dieser besagte Vertrag. Also, Herr Landrat, ich bin der Auffassung, uns nützen nicht schöne Straßen, wenn das Leben hier nicht mehr lebenswert ist. Und es wird demnächst ja verschiedene Unterlagen herauskommen, die haben wir bereits. Es wird kein Quadratkilometer im Landkreis Breising mehr sein, der wohl nicht überflogen ist. Wir wurden nämlich bei den Anhörungen bisher belogen und betrogen. Und wo sie geglaubt haben, ein großes Geschäft zu machen, dem werden eines Tages die Augen abgehen wie die Blickkartoffeln. Ich bin Landschaftsarchitekt, mein Name ist Eberhard Kraus. Ich arbeite innerhalb der Grünplan GmbH
seit ungefähr 1974 mit an der Planung des Flughafen München II. Es gibt heute die große Problematik im Luftverkehr, auch mit der Sicherheit, der politischen Sicherheit, dass der Flughafen sich als ein öffentliches Verkehrsmittel darstellt, also keine Zwingburg oder gar militärische Einrichtung, sondern dass er ein von jedem der Bevölkerung benutztes Verkehrsmittel, also wie ein Bahnhof oder ein Hafen, auffassbar ist und nicht einen Beigeschmack eventuell des Elitären oder eben des Militärischen bekommen könnte. Da legt mir sehr großen Wert darauf, dass der Flughafen, wenn im Moment starke Proteste der Anlieger dagegen stimmen, sich der Flughafen als ein Münchner Flughafen der Münchner oder der Bevölkerung, die sich mit der Zeit mit dieser Einrichtung positiv identifiziert. Das ist auch ein wesentlicher Beitrag, der eine Grundeinstellung gegenüber dieser Einrichtung geben soll, die nicht zuletzt auch im Aspekt des öffentlichen Interesses liegt und der Sicherheitsaspekt. Wenn jemand eine Einrichtung hasst, dann ist es ihm auch egal, was da draußen passiert. Während wenn er sich selbst damit identifiziert, wird er auch politisch dahinter stehen. Bei der Grundkonzeption wurde deshalb zum Beispiel auch eine große Fläche dafür vorgehalten, um einen Besucherpark, einen Besucherhügel, einen solchen. Selbstverständlich muss Sicherheitsmaßnahmen, also kann nicht ein Besucher auf die Flugbetriebsflächen laufen, das wäre also alles andere als gut oder das wäre sehr gefährlich. Aber andersrum sollte man auch dem Besucher die Möglichkeit bieten, sich so gut es geht zu informieren, dann akzeptiert er auch Sicherheitsmaßnahmen, Sicherheitseinrichtungen positiv und sieht da nicht nur den Stacheldraht und Assoziationen, die damit zusammenhängen. Das war die Einplanung eines Besucherparkes. Diese Landschaft ist strukturiert von einzelnen Baumreihen und Gehölzreihen, Strauchgruppen. In diese Baumreihen, die diese eigenartige Richtung haben und auch den Charakter des Erdinger Mooses darstellen, kommt nun der Flughafen in seiner für den Flugverkehr und auch aus Lärmgründen der anliegenden Ortschaft bestimmten Richtung hinein. Er legt sich quer in diese natürliche Struktur der Kultur, ich betone Kulturlandschaft, nicht der natürlichen Landschaft. Und dieses Hereinpressen bringt sehr viele Probleme mit sich. Die natürlichen Wassergräben mussten umgeleitet, durchgeleitet werden. Das ganze hydrologische System musste untersucht werden. Und optisch sieht das fast wie ein Stempel in die Landschaft. Wir haben versucht, aus landschaftlicher Sicht dieses Thema aufzugreifen und zu übersteigern in einer Gestaltungsform, indem wir die Reihung aufgenommen haben, sie zwar zu dieser jetzt noch mehr gesteigerten Kulturlandschaft oder Form einer Kulturlandschaft der Flughafenlandschaft, das ist auch eines der Schlagworte, die wir schon mitgeprägt haben, indem wir die Ortsidentität aufgenommen haben und haben diese Reihungen als Prinzip im Flughafen wiederkehren lassen. Allee, Reihung, klare Schüttungen bei Erddämmen, die rein eine technische Funktion widerspiegeln, die Ebenheit des Geländes aber überall dokumentieren. Denn Ebenheit ist auch ein Charakteristikum eines Flugfeldes oder Flughafens. Ja, Herr Picker. Ja, bei der Hitze, der ist überflogen. Das ist so schön. Also, können wir? Können wir gleich fahren? Okay. Wo haben Sie denn hier? Ich bin kein Dame. Ich werde es auch nie. Grüß Gott, Frau Picker. Ich sage Ihnen gleich Grüß Gott, wenn ich sitze. Ha ha ha!
die ganze Zeit nach ihm gesucht. Jetzt war es nicht. Ja, okay. Alles in Ordnung. Was machen wir? Wir müssen uns unbedingt sprechen. Ja, wir müssen nochmal Freitag-Samstag. Naja, auch wegen der Kartenbestände und so weiter. Wegen der Fahrkarte? Ja. Ja, stimmt. Und möchte Sie gern ans Mikrofon haben, wir können es übrigens ein bisschen leiser. Wäre also angenehm, wenn Sie zuhören würden, weil die Frau Winkelmann nicht so laut sprechen kann. Das bringt ja nichts, du hörst ja nicht einmal dich. Ja, du müsst schreiben. Ich bin schon fertig, ich glaube, dass das genügt. Also liebe Freunde, ich bin natürlich sehr überrascht, dass kein Mikrofon da ist, weil ich so eine schwache Stimme habe. Ich hoffe, dass Sie mich trotzdem verstehen können. Liebe Freunde, ich begrüße Sie sehr herzlich hier bei unserer Aktion der Sonnenblumenpflanzung, die heute die Vereinigten Bürgerinitiativen und die Grünen zusammen organisiert haben. Wir wollen in diesem schönen, noch weithin unzerstörten Moos unser Symbol, die Sonnenblume, das Symbol des Lebens pflanzen und hoffen, dass sie uns den Erfolg im Herbst bringt, wenn sie in voller Blüte stehen, den wir uns alle erhoffen. Wir setzen mit dieser Sonnenblume symbolisch das Gegengewicht zu dieser zerstörerischen Planung in unserem Erdinger Moos. Wir wollen gegen die unbarmherzigen Zerstörungstechnologien demonstrieren. Allein die Vernichtung der Flächen für den Flughafenbau, die zusätzlich für die notwendige Infrastruktur und die zahlreichen, oft parallel verlaufenden Zufahrtsstraßen benötigt werden, wird unübersehbare ökologische Schäden verursachen. Deshalb müssen wir unseren ungebrochenen Widerstand mit allen legalen Mitteln immer wieder bekunden. Es ist uns bewusst, dass wir im Kampf David gegen Goliath stehen. Besonders um unserer Nachkommen willen müssen wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Denn nur das Vertrauen in uns selbst hilft uns aus dieser Not. Aus diesem Vertrauen heraus beginnen wir jetzt mit dem Einpflanzen der Sonnenblumen, dem Symbol des bejahenden Lebens. Lasst uns durch unseren Einsatz zu den Bewahrern dieser unserer Erde werden und unser Leben nach dem Motto ausrichten. Unser Reich, ihr Freunde, ist von dieser Welt. Es gesund zu bauen, hat uns Gott bestellt. Das war und ist für mich Auftrag und Aufgabe, solange mir Gott die Kraft, den Verstand und das Leben gibt. Wenn ich vor Beginn dieser Demonstration da draußen meine Berufsangabe machen muss, dann muss ich sagen, da sind wir schon, haben wir schon sehr bedauerliche Verhältnisse. Okay? Und ich finde es für eine Brüskierung, dass man hier diesen Kreis zwei Personen rausnimmt, na, und die hier öffentlich vor den Pranger stellt, Moment, weil man ey. Der Meinung ist, dass das zwei Kripo-Beamte sind. Wobei ich Ihnen sagen möchte, dass mein Beruf ja sowieso momentan völlig ja, gar nicht interessant ist. Ich bin hier als Privatperson, ich war auch bereits damals da, wie diese Demonstration da war, mit diesem Sarg da, da war ich auch dabei. Wenn ich da nicht dabei sein darf, ja noch, weil Gott, ich sag's Ihnen, ja, ich bin Polizeibeamter, warum soll ich denn das verleugnen? Ich finde diese Art und Weise so, finde ich nicht richtig, wie Sie das machen. Interessiert uns, ist heute jemand abgeordnet worden, praktisch überhaupt die Versammlung? Ich wäre noch einsam, wenn hier jemand abgeordnet worden wäre, nachher dürfte ich es Ihnen ja auch nicht sagen, weil das sind ja interne dienstliche Angelegenheiten, das kann ich ja noch doch nicht sagen, oder? Ja, Sie beschweren sich, dass Sie fotografiert werden. Aber wenn wir abends hier spazieren gehen, ja, und stellen unsere Autos vorne auf und dann kommen Ihre Kollegen vorbei und fotografieren unsere Autos, dann wird das nicht. Wenn hier vor ein öffentliches Tribunal gestellt werden, dann beschwere ich mich nicht. Wir sind hier in Pfranzheim auf dem Gelände des geplanten Großflughafens München 2. Hier auf dieser Straße rechts sehen Sie dann die alte Pfranzheimer Kirche, in der die Gebetsgemeinschaft für die Erhaltung einer sauberen Umwelt
bislang ihre Gottesdienste gehalten hat. Diese Gebetsgemeinschaft ist ein Zusammenschluss von Christen, also nicht konfessionsgebunden, evangelischer, katholischer Christen, die sich darüber im Klaren sind, dass die Zerstörung dieser Landschaft und die damit verbundenen Probleme für die hier lebenden Menschen nicht nur eine politische Frage sind, sondern eine zutiefst theologisch-religiöse. Um es mal mit einem alttestamentlichen Bild zu sagen, unsere Erde ist eine Arche. Wir können es uns nicht mehr leisten, diese Arche, in der wir leben, miteinander leben, zu zerstören. Aber es gibt immer noch ein paar Verrückte, die glauben, sie könnten sich das um kurzfristiger Vorteile willen leisten. Und weil wir über diesen Vorgang so sehr betroffen sind, haben wir im Januar dieses Jahres zu einem Gottesdienst hierher nach Pfransheim eingeladen. Bemerkenswert war an dem Tag, dass Studenten beobachtet hatten, wie vermutlich eine Zivilstreife die Kennzeichen der Autos notierte. Ich war deshalb etwas betroffen, weil am Freitag vor dem Gottesdienst mich die Polizeidirektion in Erding anrief und mir Fragen stellte wegen dieses Gottesdienstes, besonders wegen meiner Predigt und wie das mit Gewalt sei. Ich habe damals der Polizei gesagt, dass Gewalt für uns kein Thema ist. In einem Gottesdienst wird nicht zur Gewalt aufgerufen, sondern da wird das Wort Gottes verkündigt. Wir haben dann recherchiert und es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass tatsächlich Kriminalbeamte die Autokennzeichen notiert hatten. Und wir haben am Montag darauf eine Konferenz aller Pfarrer unseres Dekanatsbezirkes Landshut gehabt und haben eine Erklärung veröffentlicht, in der wir davon sprachen, dass uns ein solches Vorgehen an die Praktiken totalitärer Regime erinnert. Das hat der Kirchenvorstand meiner Gemeinde dem Herrn Innenminister mitgeteilt, worauf er mir einen Brief schrieb und die Ereignisse vom Januar hier in Pfransheim, das Notieren also von Autokennzeichen, in Verbindung brachte mit den Krawallen in Bremen 3 Monate später anlässlich der Vereidigung der Rekruten. Und er sagte, dass es also dem Einsatz der Polizei zu verdanken ist, dass bislang hier keine Fahrzeuge umgeschmissen wurden und Polizisten verletzt worden seien und ähnlicher Unfug mehr. Ich muss das so deutlich ausdrücken. Wir haben ihm gesagt, dass wir das so nicht hinnehmen können. Selbst wenn wir zur Demonstration eingeladen hätten, wäre das ein erlaubter Vorgang. Aber wir haben zu einem Gottesdienst eingeladen. Und dann Autokennzeichen zu notieren, das erscheint uns nahezu ein Verstoß gegen das Grundrecht der ungestörten Religionsfreiheit. Wie haben Sie die gefunden? Da wird es in Neufahren anders aussehen, wenn der Flughafen gebaut wird. Na, also ich rechne nur damit, dass ich nicht fahre. Ja. Ich meine, deswegen gehen wir in die Kirche, dass wir so was bedienen. Oder nicht? Ja, die evangelische Kirche dreht sich da an das Problem an, wo gegen die katholische Kirche da irgendwie ein Rückzieher war. Irgendwie betrüblich. Ja, wie gesagt, nur vor der evangelischen Kirche. Ja. Von der evangelischen Unterstützung. Ja. Da haben wir uns auch hängen lassen. Ja. Das ist eine große Standbegeisterung von der Kirche. Ja. Wir sind bloß Katholik und das ist ganz wurscht. Aber wir verteidigen unsere Heimat. Wenn wir gegen den Mosten Flughafen uns wehren, da haben wir das Recht. Ja. Da haben wir das Recht zu. Da haben wir das Recht. Wenn wir das gehört haben und wussten, dann definitiv wussten, dass wir also überwacht worden sind, war uns sehr schnell bewusst, dass wir uns in einer schwierigen Lage befinden, in einer ganz entscheidenden Phase. Es gab ja im Grunde 2 Möglichkeiten. Wir hätten es übergehen können, wie das viele von uns erwartet haben, und ich nehme auch an, erhofften, und wir konnten uns entscheiden zu sagen, das ist der Schritt, den die Politiker wieder zurückgehen müssen, in dem Fall der Herr Tandler, das ist einfach zu weit. Und wir haben uns nach sehr sorgfältigen Überlegen für die Konfrontation mit dem Herrn Innenminister entschlossen, weil wir glauben, dass dies eine prinzipielle Frage ist, was hier geschieht. Und das hat, denke ich, unsere Reihen noch enger gemacht, noch dichter gemacht. Und wenn irgendjemand geglaubt hätte, wir wären eingeschüchtert, dann hat er sich getäuscht. Wir haben zwar entschieden, nicht mehr nach Pfransheim hinauszugehen, aber das hatte 2 Gründe. Einmal glauben wir, dass es unseren Gemeindegliedern tatsächlich nicht zuzumuten ist, dass wir sie zu einem Gottesdienst einladen und dann tauchen ihre Namen in irgendwelchen Staatsschutzakten wieder auf. Das ist ein unerträglicher Zustand.
Wir mussten zum anderen auch, glaube ich, ein unübersehbares Zeichen setzen. Das haben wir getan durch unseren Kirchenvorstandsbeschluss. Wir gehen nicht mehr nach Fransheim, weil meines Wissens das zum ersten Mal im Nachkriegsbayern der Fall ist, dass eine Kirchengemeinde politischer Repressalien wegen einen Gottesdienst absagt. Wir haben diese Frage in unserem Brief an Herrn Tandler gestellt, ob wir damit rechnen müssen, dass auch in Zukunft Gottesdienstbesucher überwacht werden. Herr Tandler hat diese Frage nicht beantwortet, er ist eigentlich auf unsere brennenden Fragen gar nicht eingegangen. Und wir mussten aus dem Tenor seiner Antwort folgern, dass wir nach wie vor auch mit dieser Überwachung rechnen müssen. Das ist der springende Punkt. Es handelt sich anscheinend nicht um ein Versehen übereifriger Polizeibeamter, sondern um eine klare Weisung des Innenministers. Was noch dazu kommt, wenn Leute derart provoziert werden, wie die Polizei das mit der Überwachung von Gottesdienstbesuchern tut, dann kann ja nun tatsächlich das passieren, dass Menschen anfangen, sich zu wehren. Und es dann zu dieser Konfrontation kommt, die wir nicht wollen, die aber anscheinend der Herr Tandler haben möchte. Diesen Verdacht immerhin hat unser CSU-Bürgermeister Michels öffentlich in einem Schreiben an Herrn Tandler geäußert. Ich gebe zu, dass für mich das auch eine Krise bedeutet hat. Ich nehme es wörtlich eine Entscheidungssituation. Ich habe sehr viel Hilflosigkeit, auch persönliche Hilflosigkeit in diesen Jahren erfahren. Aber Hilflosigkeit im Sinne von, wir sind ohnmächtig gegenüber der Macht der anderen, habe aber auch entdeckt, dass wir nicht ohne Kraft sind. Wir sind sehr, sehr kräftig in unserem Widerstand. Ohne Macht, aber kräftig. Wenn es den Bürgerinitiativen gelingt, einen großen und wirkungsvollen Widerstand zu machen und ein großes Interesse zu erzeugen an der Abwendung dieses unsinnigen Flughafenprojekts, wird es auch die Entscheidung des Gerichts sehr eventuell beeinflussen. Man muss den Leuten, glaube ich, klar machen, und das können sie aus deutscher Geschichte gut lernen, auch den Leuten in diesem Landkreis und den betroffenen Leuten, die, glaube ich, verzweifelt sind und einfach keine Möglichkeit des Widerstands sehen, dass nach meinem Verständnis, und das kann man aus deutscher Geschichte besonders qualvoll lernen und studieren, dass Menschenrecht zu jeder Zeit Staatsrecht bricht. Das heißt, auch wenn der Staat Maßnahmen trifft, Verbote errichtet, die die Bedürfnisse von Menschen verletzen, sind diese Menschen zum Widerstand aufgerufen, ja, zum Widerstand verpflichtet. Beispielhaft, man kommt in den Flughafen von Westen über die Isaraue, hier ist noch ein Stück Isaraue drauf, über eine normale Detaildarstellung eines Autobahnknotens mit Grünflächen und Schutzbepflanzung durch eine Straße. Hier entwickelt sich eine gewisse Torwirkung, wird dann von einer eigentlichen Flughafenlandschaft aufgenommen, die sich in diesem Bereich anders darstellt als zum Beispiel die Ackerwirtschaft hier draußen. Man merkt, man ist drin, man kommt durch dieses Tor, wird von einer großen Eingangsallee empfangen, hier drin in einer kleinstrukturierten Form ein Informationszentrum, an dem sich ankommende Autofahrer informieren können, wo sie hin müssen, und fährt weiter durch einen Verteiler für den Betriebsteil hinein auf das Zentrum des Flughafens, auf den Pax-Bereich zu, deutlich gerichtet, zielorientiert. Ich sehe von vorne schon, aha, da vorne stehen Flugzeuge, da muss ich hin, denn ich muss ja ins Flugzeug einsteigen. Also zielgerichtet, ohne durch eine Barrieren, aber das übrige Geschehen des Flughafens abzuschirmen. Wir legen Wert auf Transparenz, sodass man die Abfertigungshallen der Wartung oder der Fracht oder die Betriebsbereiche zwar nicht im Detail erkennen kann, aber ahnt und weiß, aha, da sind die Flughafeneinrichtungen, ja, ich kann mich in dieser Landschaft orientieren. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt des Wohlbefindens des Menschen innerhalb einer Einrichtung, dass er sich eine positive Einstellung bekommt. Das ist sehr wesentlich, dass er sich orientieren kann, dass er genau weiß, wo er ist, in welcher Beziehung er steht.
Diese gesamte Flughafenfläche hat ungefähr die Größe von einem Viertel Münchens oder von dem Stadtkern Münchens. Wer sich dort nicht auskennt und nur blind nach Schildern fahren muss, wird gereizt, hat einen negativen Eindruck von der Anlage und reagiert dann auch gereizt auf vielleicht Missgeschicke, die ihm passieren oder Verwechslungen. Und es entsteht dann eigentlich eine nicht gute Stimmung oder nicht positive Einstellung zur Anlage und auch eine Verträglichkeit untereinander.